habe unterwegs und heute in Playa de Ingles. Aus gegebenem Anlass, ja, das heißt jetzt nicht, Barbacan Holiday Resort ist in der Mülltonne, nein, im Gegenteil. Ich hatte nämlich das große Glück, mit jemandem zu sprechen, der sich auskennt, und es hat auch geklappt. Der Termin wurde eingehalten, er will natürlich nicht vor der Kamera sprechen, und zwar, er sagt, ihr werdet euch alle wundern, was das für ein schönes Hotel wird. Also, er hat ja Einsicht in diese Planungsphase und der sagt also, ihr werdet Augen machen. Das ist natürlich jetzt auch schon eine lange Zeit, dass dieses Hotel hier eines der besten, also der beste Platz in Playa de Ingles, dass dieses Hotel ja endlich mal fertig wird. Aber er sagte auch, also es dauert noch ein bisschen, habe ich ihn gefragt, was meinst du mit ein bisschen, 2 Monate? Nein, sagte er, 4 bis 5 Monate rechnet er damit und dann soll dieses Hotel hier seine Pforten wieder öffnen. Ja, hier sind auch wahnsinnig viel Maschinen, Baugeräte und auf engstem Raum alles zusammengestellt. Wenn man da mal reinguckt, durch seine Bauweise natürlich schwierig das Eingerüsten. Aber er sagt, ihr werdet euch alle wundern. Ja, dann wollen wir uns das mal positiv in den Kalender schreiben. Ja, hier auch die schöne Außenterrasse. So, übrigens die Straße hier wunderbar schön angelegt. Wir gehen noch ein paar Meter, wenn wir schon hier sind. So, und der Supermarkt hier, der sucht auch einen neuen Pächter, nehme ich an. Er hat aber geöffnet. So, hier Apartmentos Roque Nublo, auch sehr beliebt. Hat einen beheizten Pool und deswegen, ja, viele Menschen, die da schon oft Urlaub gemacht haben oder sogar Eigentum haben mittlerweile. Ja, ist auch mal ganz schön, zu Fuß unterwegs zu sein. Da kriegt man doch mehr mit. Also ich muss sagen, es ist mit dem Fahrrad doch anders und mit dem Moped eben auch. Und so gehen wir hier die Hauptstraße, die Verkehrsader, hier zwischen San Fernando und Playa de Ingles entlang. So, und hier geht's schnurstracks zum Jumbo-Zentrum. Also ganz einfach. Ja, und das wird auch dann ein neues Thema werden. Das Jumbo-Zentrum, das ist ja eines der größten Zentren überhaupt hier am
Hotel Playa del Sol. Hier gab es früher eine schöne Bar und ein schönes Tanzlokal. Einige werden das wissen. Ja, und schon sind wir hier am Jumbo-Zentrum. So schnell. Nur mal ein kurzer Blick. So, und dann sehen wir jetzt hier, wer hat hier offen, wer hat nicht offen. Also hier die Geschäfte natürlich, die immer offen haben, diese Läden, die Inder und ja, ich sag mal, alles was mit Taschen und Klamotten zu tun hat. Und hier unten, da freut man sich auf das Abendgeschäft. So, und unser Supermarkt Libertino hat auch geöffnet. Ja, mit diesen Aufnahmen möchte ich mich verabschieden und sage dann ganz einfach, bis zum nächsten Mal Realität oder das morgendliche Wetter oder Harry unterwegs. Bis dann, hasta luego.